hier ist der Peter. Und der Harald hat mir ein paar Fragen gestellt, nämlich genau 10 Stück. Und die Fragen beantworte ich euch jetzt gleich. Übrigens, tausend Dank, Harald, dass du mich das gefragt hast. Sowas finde ich immer irre schön, mache ich natürlich sehr gerne. Ich bin ganz gespannt, wie das bei dir und bei meinem Publikum ankommt. Freut bin ich raus. Ich sage immer Tschüssikowski, bis baldowski. Hallo liebe Fotofreunde, ich habe 10 Fragen Peter Atkins gestellt, Fotograf aus München. Ich habe Peter selbst als YouTuber auf YouTube kennengelernt und wir haben ein bisschen hin und her geschrieben und ich finde es immer sehr interessant, in Diskussionen, in Fragestellungen von anderen Fachkollegen etwas zu lernen. Diese Möglichkeit möchte ich euch auch bieten und werde immer wieder in der Playlist Meinungen und Interviews mit den verschiedenen Partnern aus dem Bereich Fotografie, aber auch Film anbieten. Aber nun zu den 10 Fragen an Peter. So, Dele, fangen wir an mit der Frage Nummer 1. Seit wann fotografiere ich und warum habe ich Fotografieren angefangen? Ich habe es in einem meiner letzten Filme schon gesagt. Da ging es darum, meine erste Kamera, die Konica Analog. Ich war, glaube ich, so zwischen 19 und 20 und ich hatte eine Freundin und die wollte unbedingt eine Z-Karte haben. Und dachte ich mir, warum woanders hingehen, das können wir gerade selber machen. Es war recht erfolgreich und dann habe ich das natürlich noch für andere Models gemacht und habe so ein bisschen die Porträtfotografie für mich entdeckt. So habe ich gestartet. 2. Wie viele Kameras ich im Moment besitze und welche? Also, fangen wir mal an mit Analog, eben besagte Konica, dann habe ich noch 2 Leicas, dann habe ich noch eine Pentax 6x7. Die Leica oder die Konica habe ich immer mal wieder dabei, gerade so auf Ausflügen mit dem Oldtimer und so, ist auch sehr schön, macht Spaß, entschleunigt. Die Pentax 6x7 mache ich jetzt nicht so viel. Dann aktuelle Kameras haben wir Canon 5D Mark II, die habe ich hauptsächlich auf professionellen Aufträgen dabei. Eine Canon 1DS, die ist meistens im Studio, ist ja groß und schwer. Dann habe ich noch eine 60D, die ist so ab und zu dabei, die ist so meine Backup. Und dann habe ich noch eine 57D und die ist echt super easy handlich. Die habe ich am meisten dabei, mit der mache ich hauptsächlich meine Autogeschichten. Wenn man es dann noch dazu zieht, habe ich 2 Legrias. Einmal hier die Legria Mini X und eine Legria Mini. Das sind zwar Filmkameras, keine Fotos, kann aber auch Fotos mitmachen, das sind nur nicht gute Fotos. Dann habe ich also 9 reine Fotokameras, wobei die auch filmen, oder eben 11 Kameras im Gesamten. Was sind meine liebsten Themen, die ich fotografiere, ist die Frage Nummer 3. Ja, momentan ist es ganz klar Oldtimer, weil ich es sehr spannend finde, die immer wieder gut zu interpretieren und ich natürlich auch den Ehrgeiz habe, da immer besser, besser, besser zu werden. Und es zahlt sich für mich halt auch in bare Münze aus. Wenn du einen Oldtimer toll fotografierst, hast du ihn schnell verkauft, hast ihn teuer verkauft, verdienst du viel Geld. Und ja, sonst musst du halt immer dem Auftraggeber hinterherrennen und tun und machen und dein Geld rechtfertigen und da kriegst du halt ganz schnell eine bare Münze. Deswegen ist die Fotografie von Klassikern Oldtimer jetzt momentan bei mir echt das, was ich am allerliebsten mache. Was zeichnet mich als Fotograf aus? Was sind deine Spezialitäten? Fragt er mich. Also was sind meine Spezialitäten? Ja, ich glaube, es so sagen zu können, ich war als Fotograf immer sehr schnell. Sehr preiswert. Ich habe gerne im Vorfeld gut geplant. Ich habe meistens vorm tatsächlichen Shooting das Shooting schon mal durchexerziert, dass ich weiß, was sind die Fallstricke, was können wir uns schenken. Also gute Vorbereitung. Und ich glaube, dass ich recht sauber arbeite. Ich glaube jetzt nicht, dass ich der ungestüme Kreative bin, der sagt, hey komm, machen wir mal und schauen wir mal und so. Bei mir ist echt planvolles Arbeiten und eben, ja, ist der kommerzielle Stil. Das, glaube ich, zeichnet mich so aus, wenn man das Ganze betrachtet. Wie kann man deiner Meinung nach Fotografie am besten lernen? Ja, number one, tun, machen, machen, machen. Dann gibt es natürlich noch Lesen, Fachliteratur, Bücher, Biografien von anderen großen Fotografen. YouTube schauen ist natürlich wirklich ganz in, kannst auch viel sehen und lernen. Und dann ist natürlich noch so beim Zuschauen von anderen Fotografen, wie die das machen, gibt natürlich noch Unterdinger wie Fotoworkshop etc. Gibt natürlich auch Ausbildung, Studium, aber ich finde einfach machen, wissbegierig sein, in die Welt rausgehen, das ist schon das Wichtigste, wie man Fotografieren lernt.
Welche Ausrüstung und welches Budget würde ich einem Anfänger empfehlen? Ja, ich glaube, ich würde dem Anfänger sagen, er soll mal 500-600 € in die Hand nehmen, viel mehr Netz, soll sich eine Kamera kaufen, sowas wie die Canon 750D mit dem Kit-Objektiv. Und dann soll er sich nochmal dazu kaufen, eine 50 mm mit einer ein bisschen offenen Blende, dass er so ein bisschen das Fotografieren lernt mit dem mechanischen Einstellen. Also, dass er eben nicht automatisch, sondern manuell einstellt. Das sind so die ersten Dinge, die ich mal kaufen würde. Würde jetzt nicht gleich irgendwie mit was Teurem anfangen. Und mit dem Kit-Objektiv halte ich jetzt auch nicht so viel davon. Welche Eigenschaften haben meines Erachtens ein gutes Foto? Tja, ich mag Fotos, die sauber sind, wo nicht viel ablenkt von der Aussage. Fotos, die auch eine Aussage haben, wo man sieht, es ist durchdacht. Genau das Gegenteil vom Schnappschuss. Es gibt den Schnappschuss, der ist nicht wiederholbar, und es gibt ein durchdachtes Bild. Kommen wir wieder zum Beispiel Oldtimer oder Architektur oder auch ein tolles Porträt, oder einfach siehst, hey, der Fotograf hat von vorne bis hinten gedacht, und du bist sehr positiv überrascht, entdeckst immer wieder ein bisschen mehr von der Intelligenz des Fotografen im Bild. Das gefällt mir sehr gut. Dann mag ich, wenn im Bild Parallelen zu finden sind, nicht so wie jetzt, dass das Auto so schief ist, sondern dass alles schön gerade ist. Farben sind sehr wichtig, dass es die richtigen Farben hat, dass es vielleicht nicht zu grell ist, dass es eine dominierende Farbe hat, so die Farbauswahl. Und wie schon gesagt, dass es wiederholbar ist und dass du es eventuell auch in einer Serie machen könntest, wenn es jetzt eine Ausstellung oder ein Kalender oder sowas wäre und eben nicht der Lucky Shot ist, das einmalige Ding, was gelungen ist. Da habe ich jetzt so den riesen Respekt vor. Hat der Beruf Fotograf Zukunft? Wenn es der ganz banale Allrounder, ich mache alles Fotograf ist, dann sage ich mal ein klares Nein. Ich glaube deswegen, weil halt wirklich so viele Leute gut fotografieren können. Die Handys können gut fotografieren. Der Standard auf die Handys hört jetzt momentan auch nicht auf, sondern die entwickeln sich weiter, die werden immer besser. Die Fotografen werden immer jünger, ja. Das waren jetzt früher junge Bloggerinnen, jetzt sind sogar schon Schülerinnen und Schüler. Es wird immer jünger, immer besser, die werden kreativ, die machen es gern. Das heißt, damit du als Fotograf eine Zukunft hast, musst du dich zwingend spezialisieren. So wie ich mich auch vom Werbefotograf jetzt brutalist auf Auto spezialisiert habe, Oldtimer, so kann man sich auf zum Beispiel Hochzeit spezialisieren, aber du musst was Besonderes bieten. Du kannst dich auf Musiker spezialisieren, da gibt es so viele Möglichkeiten zu spezialisieren, aber spezialisier dich, sonst wird es ganz schwierig, wenn du einfach so ein Allrounder bist. Warum ich YouTuber geworden bin? Ich selber sehe mich gar nicht mal so sehr als YouTuber. Gut, ich habe jetzt zwei Kanäle, also einmal den Fotokanal, einmal den Autokanal. Der Fotokanal hat höhere Abonnentenzahl, der Autokanal aber letztendlich mehr Viewer Total, obwohl es weniger Filme sind, und er hat einen viel krasseren Zuwachs. Und ich habe eigentlich mit YouTube angefangen, um mir einfach so ein bisschen so das, was mich aufregt, von der Seele zu reden. Ein muss ich es ja erzählen, und ich fand es einfach so schön. Gerade der Film von mir, warum ich, glaube ich, 10 Gründe, warum ich überhaupt nicht mehr auf die Idee komme, Azubis auszubilden. So einen Film, den mache ich auch für mich, dass ich von mir rechtfertige und dass ich auch nicht mehr zurück kann und jetzt schwach werde und sage, jetzt bilde ich doch nochmal einer aus oder so. Also, erster Linie war es für mich. Aber jetzt mittlerweile finde ich, habe ich auch eine ganz tolle Community, die meine Sorgen und Probleme sich mit mir teilt, die mir antwortet, wo Dialog da ist, auch hier mit dem Harald mit den Fragen. Das ist natürlich total schön, wenn sich einer dafür interessiert und ich das beantworten kann. Und also so Fame und Geld war jetzt gar nicht so das Hauptthema, eigentlich gar nicht, weil ich habe die ersten Jahre gar kein Geld mit verdient. Das ist jetzt nur ganz langsam kommt es mit der Werbung da drin. Ich wollte mal einfach nur so meine Dinger von der Seele reden. Und beim Auto-Channel ist es halt so, ja, ich möchte die Autos halt anbieten, A, Fachwissen zum Modell und Typ, und B, will ich natürlich auch ganz speziell das verkaufen. Mit dem mache ich jetzt auch die Tage im Review. Könnt ihr ja mal gucken, wie sowas ist, wo ich einfach diesen Mercedes SL 55 AMG so mit seinen Stärken und Schwächen anbiete. Vorher müssen wir nur noch mal bei der Werkstatt vorbei ein paar Standschäden beseitigen. Ja, jetzt haben wir die letzte Frage. Was mache ich am liebsten, wenn ich nicht fotografiere? Ein Punkt ist natürlich ganz klar gesagt, ich tue am liebsten Oldtimer kaufen und verkaufen. A, wenn man Schnäppchen kauft, macht Spaß. Wenn man es verkauft, ist natürlich auch ein Hochgefühl, wenn man relativ viel Geld in einem kurzen Zeitraum für relativ wenig tun. Klar, man hat ein hohes Risiko, wenn man es halt gar nicht verkauft. Ja, also es ist schon, dass man das Geld nicht geschenkt bekommt, aber man verdient doch relativ viel für relativ wenig tun in einer kurzen Zeit. Es gibt einem ein Hochgefühl, das sagt, yes, schöner Deal gemacht. Dann kommen wir aber mal von der Arbeit wirklich zurück auf Freizeit.
Halt nochmal kurz Arbeit, ich schraube auch gerne. Ich schraube natürlich gerne, obwohl ich, weiß ich, 45 Jahre nicht wusste, dass ich es kann, seitdem ich hier auf dem Land bin. Ja, ich will ja nicht sagen, dass ich es kann, aber ich gehe mit Neugierde ran und ich kann jetzt immer ein bisschen mehr. Und wenn du irgendwie Bremsbeläge austauschen tust und das Auto bremst nachher und du konntest das Ganze für 26 Euro bewältigen, dann gibt es ein schönes Gefühl und du hast mehr Sachverstand und weißt auch, was es kostet. Und wenn der Kunde zu mir kommt und sagt, ja, das sind aber die Bremsen nach 1000 Kilometer fertig, dann sage ich, ja, das sind 26 Euro. Nächstes Thema. Also das mache ich sehr gerne. Aber jetzt so rein freizeitmäßig mache ich sehr gern Sport. Ich hatte mir hier den Arm gebrochen. Ich habe jetzt eine ganz leichte Kettlebell, wo ich wieder ein bisschen anfange mit Bewegung. Ich mache oben bei mir ein bisschen Yoga und ich gehe auch laufen, so dass ich wieder ein bisschen reinkomme. Gott sei Dank liege ich jetzt so nach vorne, dass ihr meinen Ranzen nicht seht. Dann tue ich sehr gerne lesen, wo mir leider viel zu oft die Zeit fehlt. Aber ich lese oft abends im Bett und ich lese oft morgens nach dem Aufstehen im Bett, wenn ich nicht gleich direkt rausspringen muss. Also lesen tue ich sehr gern, weil es beruhigt und es bildet. Und dann gucke ich mir ab und zu einen schönen Film an. Und wenn der Film zwischendrin ein bisschen langweilig ist, dann mache ich noch eine Stunde Pokerturnier. Habe ich früher öfters gemacht, mache ich jetzt weniger, weil ein bisschen die Zeit fehlt. Aber es entspannt mich, weil es so wie ein Krimi ist, so ein Online-Pokerturnier. Live spielen komme ich auch nicht mehr so viel dazu. Ich bin gerne in der Natur draußen, ich mache gern Offroad, deswegen baue ich ja auch gerade einen Benz auf Offroad, auf Rallye um. Da habe ich noch eine große Tour vor, das sind 5000 Kilometer durch Europa. Das kommt mal zum späteren Zeitpunkt, erst müssen wir das Auto fixieren. Und ich liebe meine Gemeinde und da, wo ich hier bin, im Chiemgau, und ich bin bei der Feuerwehr und ich liebe es auch immer wieder. Natürlich nicht, wenn wir zum Einsatz müssen, das ist zwar spannend, aber ich liebe es, wenn wir eine Übung machen, wenn wir uns vorbereiten. Das sind ganz liebe, nette Kameraden und das hätte ich nie gedacht, dass man so schön in so einem kleinen Dorf und schnell aufgenommen wird und da spürst du eine Wärme, die habe ich eigentlich in der Großstadt nicht gefühlt. Das mache ich sehr gerne in der Freizeit, deswegen bin ich auch gar nicht so viel mehr in München und auch gar nicht so viel urlaubsmäßig unterwegs, weil entweder ist es Arbeit und ich genieße mein Landleben. Harald, tausend Dank für die Fragen. Ich freue mich total auf deinen Film. Ich freue mich aufs Feedback. Wir sehen uns auf dem YouTube-Channel vom Harald. Ich bin raus. Ich sage wie immer Tschüssikowski, bis Badowski. Für mich ist Peter ein sehr, sehr sympathischer Fachkollege und ich schaue ihm immer gern zu. Ich habe mich von ihm auch beeinflussen lassen, auch mit Stockfotografie zu beginnen. Und immer wieder lerne ich etwas aus seinen Videos dazu. Also abonniert auch seinen Kanal, schaut vorbei, es ist immer interessant. Wem es heute gefallen hat, Daumen hoch, unten abonnieren und nichts mehr versäumen.